Im letzten Video habe ich euch den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum erklärt. Jetzt kommt etwas Wichtiges, was ihr für viele Dinge braucht, nämlich wie man Eigentum erwirbt. Da gibt es auch viele Probleme, weil das viele nicht genau wissen. Und da gibt es auch wieder so Mutmaßungen, wie das denn jetzt nun wäre. Jetzt müssen wir das juristisch mal genau klären. Also nehmen wir mal an, A ist der Eigentümer einer Sache, also hier in unserem Beispiel der PC. Und B möchte gerne Eigentümer an diesem PC werden. Wer sich die Videos zum Vertragsabschluss angeguckt hat, der weiß, dass es hier um den Kaufvertrag geht. Also B möchte gerne das Eigentum erwerben durch Kauf. Man könnte das auch durch Schenkung erwerben, das erkläre ich euch gleich. Aber wir nehmen jetzt mal an, wir würden einen Kaufvertrag abschließen wollen. Guckt euch also nochmal genau an, wie ein Vertrag abgeschlossen wird, wenn ihr es nicht mehr wisst. Es ist ja so, einer gibt eine Willenserklärung ab, zum Beispiel A, ich möchte verkaufen. Und B sagt, ich möchte kaufen, das wäre dann die zweite Willenserklärung. So, wer das nochmal genauer wissen möchte, was da genau abläuft, erste und zweite Willenserklärung, Antrag und Annahme, der muss sich das entsprechende Video dazu angucken. Ich wollte aber heute auf was Besonderes eingehen. Wenn es ein Kaufvertrag ist, dann müssen die beiden sich nicht nur darauf einigen, dass A das Eigentum abgeben möchte, sondern im Kaufvertrag müsste auch vereinbart werden, zu welchem Preis die Eigentumsübertragung stattfindet. Denn im Kaufvertrag muss grundsätzlich drin stehen, was soll übertragen werden, das wäre in unserem Fall der PC, und zu welchem Preis. Nehmen wir mal an, für 300 Euro würden die sich einigen, dass da eine Eigentumsübertragung stattfindet. So, und jetzt kommt das Problem, also wir haben einen Vertragsabschluss, wir haben also eine Einigung. Und bitte denkt dran, dass man so einen Kaufvertrag nicht unbedingt schriftlich abschließen muss. Es gibt die Formfreiheit. Wer das nicht mehr genau weiß, muss sich das Video zur Formfreiheit und die Vertragsfreiheit nochmal anschauen. Also, die schließen jetzt also zum Beispiel mündlich einen Vertrag ab und einigen sich darauf, B möchte Eigentümer vom jetzigen Eigentümer A erlangen am PC für 300 Euro. Die Einigung liegt also vor. Und jetzt kommt's. Jetzt müsste ja A aus dem Kaufvertrag heraus das Eigentum herausgeben und an B übertragen. So, das heißt, es entsteht hier die Übertragung. So, das wäre die Pflicht des Verkäufers, das Eigentum aus dem Kaufvertrag heraus an B zu übertragen. Und was muss jetzt auch passieren? Das ist ja ein Kaufvertrag, also muss B im Gegenzug das Geld bezahlen. Das ist die Gegenleistung. So, und jetzt hatte ich ja eben gesagt, jetzt ist das juristisch interessant, wann findet denn hier die Eigentumsübertragung statt? So, jetzt gibt es ja nur drei Möglichkeiten, die man kennt, nämlich erstens die Möglichkeit, das Eigentum wird übertragen, also ich schiebe das nochmal hier zurück in den ursprünglichen Fall, das Eigentum wird übertragen durch den Kaufvertrag, das ist die erste Möglichkeit, oder zweitens durch die Übertragung des Gegenstands oder durch die Zahlung. Also wann wird B jetzt Eigentümer? So, und jetzt ist es so, dass viele behaupten und denken, ja, aber das ist natürlich nicht richtig, dass durch die Zahlung B zum Eigentümer wird. Warum denken die das? Das funktioniert folgendermaßen. B kommt in den Laden von A, möchte das gerne kaufen, geht damit zur Kasse. Also die Übertragung findet an der Kasse statt. Der übernimmt das, nimmt das an sich und dann zahlt man das und dann denkt man, aha, wenn ich jetzt hier bezahlt habe, dann bin ich Eigentümer der Sache. Nehmen wir den zweiten Fall an, die beiden sind nicht am gleichen Ort, B bestellt das bei A, A packt das im Karton, schickt das zu B, B bekommt den Karton und dann behaupten viele, ja, aber erst wenn man dann bezahlt hätte, dann wäre man ja wohl Eigentümer. Das kann aus mehreren Gründen nicht stimmen. Erstmal ist das so, dass diese drei Fälle ja nicht immer in dieser gleichen Reihenfolge ablaufen. Also das erste ist wohl immer, dass ein Kaufvertrag abgeschlossen wird. Ohne einen Kaufvertrag gibt es keine Eigentumsübertragung, es sei denn, und jetzt kommt schon eine Ausnahme, es liegt ein Schenkungsvertrag vor. Das erkläre ich euch aber gleich nochmal. Also wir nehmen jetzt weiterhin an, es gibt einen Kaufvertrag. Erster Schritt Kaufvertrag. So, jetzt könnte ja im Kaufvertrag vereinbart werden, dass zum Beispiel B erst zahlt und dann wird geliefert. Das heißt, diese beiden Schritte gehen hier auseinander zeitlich. Ja? Also erst kommt 3 und dann kommt die Übertragung. So, wie wäre es denn dann? Dann würden wahrscheinlich viele behaupten, das Geld wird überwiesen, ich bin vielleicht dann Eigentümer oder erst wenn ich die Sache bekomme, dann bin ich Eigentümer. Aber auch das ist natürlich wieder nicht richtig.
Also juristisch gesehen ist das etwas diffiziler, als man denkt. Jetzt gucken wir uns doch mal den Schenkungsvertrag an. Was ist beim Schenkungsvertrag anders? A ist Eigentümer, B möchte das Eigentum bekommen, er möchte aber nichts dafür zahlen. Es ist kein Kaufvertrag, sondern ein Schenkungsvertrag, weil man den Preis ja weglässt. Man möchte es ja schenken und nicht bezahlen. So, und jetzt geht A hin und übergibt den PC an B. Und eine Zahlung fällt dann ja weg. So, dann ist ja eins logisch, dann wird ja B wohl auf jeden Fall Eigentümer ohne Bezahlung. Daran erkennt man schon, dass die Bezahlung nichts mit dem Eigentum zu tun hat, also mit der Eigentumsübertragung. Juristisch gesehen ist das jetzt folgendermaßen. Juristen sagen, Eigentumsübertragung setzt zwei Dinge voraus. Erstens die Einigung, ja, das ist die Voraussetzung. Die beiden müssen sich geeinigt haben, ob nun Kaufvertrag oder Schenkungsvertrag, das ist die Grundlage. Ohne diese Einigung kann es ja nur sein, dass B die Sache ohne das Wissen von A an sich nimmt, also zum Beispiel Diebstahl, ja, oder der findet das, weil A das irgendwo stehen lassen hat. Dann haben wir wieder einen besonderen Fall, den lassen wir jetzt mal erstmal außen vor. Wir gucken uns also an, wir haben hier einen Vertrag abgeschlossen, entweder einen Schenkungs- oder einen Kaufvertrag, wir haben eine Einigung. Und der zweite Schritt, der da sein muss, ist, A muss den Gegenstand an B übergeben. Und jetzt haben wir das. Einigung und Übergang, also die Übertragung der Sache, führen dazu, dass B der Eigentümer wird. So, der ehemalige Eigentümer gibt also das Eigentum auf durch die Übertragung. Und wenn die Einigung vorher war und die Übertragung daraus folgt, entsteht hier eine Eigentumsübertragung. Und die Zahlung hat überhaupt nichts damit zu tun, ob da das Eigentum übergeben wird. Im Gegenteil, die Zahlung ergibt sich aus dem Kaufvertrag als Pflicht. Und es kann sogar so sein, dass man zum Beispiel das Geld erst bezahlt und dann die Übertragung stattfindet und man dann erst Eigentümer wird. Aber juristisch wird man durch Einigung und Übertragung hier, also die Übergabe der Sache, wird der neue, der Vertragspartner Eigentümer, entweder durch Schenkung oder durch Kauf. Nun denken viele Schüler, ja, das kann ja nicht so ganz richtig sein, ja, dann kann man doch nicht Eigentümer werden. Was ist denn, wenn ich jetzt das Geld dann wie vereinbart nicht überweise oder zahle? Ja, das ist dann auch tatsächlich so. Also juristisch gesehen ist das schon richtig. Durch Einigung und Übertragung wird B Eigentümer, aber aus dem Kaufvertrag hat er heraus die Pflicht, 300 Euro zu zahlen. Das hat aber nichts mit dem Eigentum zu tun, sondern das ist die Verpflichtung aus dem Kaufvertrag. Zahlt jetzt B nicht, kann A natürlich sagen, B, du musst das, was wir im Kaufvertrag vereinbart haben, erfüllen. Und wenn B das dann nicht macht, dann kann A natürlich rechtliche Schritte einleiten, also den zum Beispiel verklagen, einen Mahnbescheid stellen. Das erkläre ich euch später nochmal, wie man an das Geld rankommt. Ja, also A ist jetzt nicht rechtlos, also der hat natürlich aus dem Kaufvertrag das Recht, das Geld zu verlangen. Aber es ging ja hier darum, wann wird das Eigentum übertragen. Und hier wird Eigentum übertragen durch die Einigung und die Übergabe. Und sobald die Übergabe erfolgt ist, wird B zum Eigentümer der Sache.